Monale Bastelzeit und heute holen wir wieder das gute alte Thema raus, Ton. Ja, ich möchte Ton mit Mikrocontrollern abspielen und das ist irgendwie so die Neverending Story bei mir. Ich habe noch nichts gefunden, was ganz gut funktioniert. Machen wir nochmal ein kurzes Recap für die Leute, die die letzten Videos nicht gesehen haben. Zuerst habe ich den hier benutzt, das ist der JQ8400, ist ein ganz tolles Modul. Kann MP3s und so weiter abspielen, hat einen USB-Anschluss, meldet sich einfach wie ein USB-Stick am Rechner. Das heißt, man kann einfach die Dateien per Drag-and-Drop draufziehen und dann entsprechend über eine Schnittstelle, eine Datenschnittstelle hier abspielen. Einziger Nachteil, naja, das Ding hier ist relativ klein, da hat nur ein paar Megabyte Speicherplatz. Das kann je nachdem ein bisschen eng werden. Deswegen hatte ich mich umgeschaut und wollte mir etwas holen, was dann mehr Speicher hat. Bin dabei auf den hier gestoßen. Das war dann das letzte Video, was ich in die Richtung gemacht habe. Der WTV500, der hat hier oben eine Micro-USB-Schnittstelle. Da können wir entsprechend eine Speicherkarte reintun und haben damit dann ja jede Menge Speicher. Das war jedenfalls der Plan. Funktioniert hat das Ganze bei mir jedenfalls nicht wirklich. Grund dafür ist, dass der hier sehr wählerisch ist, was die SD-Karten angeht. Ich habe keine gefunden, die einwandfrei funktioniert. Maximal sind offiziell 2 GB Karten und auch da ist er ja, bei unter 2 GB doch etwas wählerisch gewesen. Deswegen habe ich den nie wirklich eingesetzt. So, es gibt jetzt jede Menge andere noch. Die sind auch großteils schon unterwegs, aber ihr wisst ja, im Moment ist so ein bisschen Virussaison. Deswegen, die Lieferungen sind gerade etwas länger auf dem Postweg. Aber wir werden uns hier auf jeden Fall noch ein paar andere Chips angucken. Ich werde auch mal versuchen, hier bei dem den Speicher größer zu machen, ob das funktioniert. Ist auch noch eine schöne Idee, aber es gibt noch eine andere Lösung. Und die braucht noch nicht mal groß einen zusätzlichen Chip. Denn es gibt da etwas, das kann Ton abspielen, was vielleicht nicht jeder direkt auf dem Schirm hat. Aber es funktioniert und das ist der hier. Ja, ein ganz normaler ESP8266 oder natürlich auch ESP32 und ähnliche. Die können auch Ton abspielen. Da gibt es 2 Möglichkeiten, das zu machen. Die eine Möglichkeit wäre I2S mit einer externen Soundkarte. Das macht eine relativ hohe Qualität. Und die Soundkarten, die sind üblicherweise auch günstiger als hier solche dedizierten Chips. Aber es wäre zusätzliche Hardware und wie gesagt, ich warte immer noch darauf. Von daher fällt das erstmal raus. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit und zwar hat er hier ADCs bzw. PWM drin. Und auch das können wir nutzen, um ein Audiosignal direkt rauszugeben. Und das Schöne ist halt, der Chip, der hier drauf ist, der ESP8266 und auch die anderen, die haben mehr als genug Leistung, da auch ein bisschen Voodoo zu machen. Das heißt also, man kann da durchaus ein paar komprimierte Formate machen. Man kann das Ganze dann vom internen Speicher, was meistens so zwischen 1 und 4 Megabyte sind, abspielen. Aber naja, es ist ein ESP, wir können natürlich auch einen Speicherkartenslot da dran dübeln und dann mit einer externen SD-Karte oder ähnlichem von da aus uns die Dateien ziehen. Also machen wir die hier mal weg, kümmern uns um den hier und klemmen da eine, ja, nennen wir es mal kleine Box dran. Okay, gut, 4 Ohm, das ist glaube ich ein bisschen Overkill für hier so einen kleinen Mikrocontroller. Also machen wir natürlich noch einen Verstärker dazwischen, dass da auch die Pins hier drauf nicht kaputt gehen. Und gucken wir mal, was wir da so an Ton abspielen können, ohne dass wir wirklich zusätzliche Hardware, außer vielleicht einen Verstärker, wenn man nicht mit einem Headset arbeiten möchte, da reinbringen können. So, was brauchen wir also? Wie schon gesagt, der ESP8266 und vorzugsweise irgendeine Art von Verstärker. Ich werde jetzt hier das Modul benutzen. Wie es anders geht, kommen wir dann später noch zu. Hier diese Verstärkermodule, die brauchen eine Stromversorgung und ein Signal. Auf der Rückseite hier gucken, VCC, in, ground, ground. Dann machen wir das doch mal. Also VCC, in, ground und das Ganze dann hier passend anstecken. Ich nutze jetzt hier die V-in dafür, also die Betriebsspannung, die per USB kommt. Und der Input, das ist der I2C Transmit Pin. Der ist bei den meisten Modulen mit RX beschrieben. Der ist mit seriell, also auf einer Ecke. So, dann kommt hier hinten an die Schraubklemme noch unser Lautsprecher. Muss ich mir gerade mal ein bisschen Kabel versuchen und dann sollten wir im Prinzip einsatzbereit sein.
So, beim Anschließen benutze ich hier ein Audiokabel und auch wenn es Kabel heißt, Audiokabel und Stromkabel sind häufig unterschiedlich aufgebaut. Stromkabel üblicherweise aus Kupfer, Audiokabel nicht selten aus CCA, also Aluminium mit einer Kupferbeschichtung. Das kann in einigen sehr wenigen Fällen eventuell, wenn man dran glaubt, die Soundqualität verbessern. In den meisten Fällen könnte man eventuell meinen, dass das eher gemacht wird, weil es günstiger in der Herstellung ist und man entsprechend da als Hersteller den Leuten noch ein bisschen mehr Geld aus der Tasche holen kann. Nee, für Audio reicht's. Strom würde ich über die eher nicht drüber schicken, da die hier eine geringere Stromfestigkeit haben durch das Aluminium. Überhitzen die schneller und man hat auch einen höheren Widerstand, ist also aus Stromperspektive meistens keine gute Wahl. Also zumindest mal, wie gesagt, von diesen CCAs ausgehend. So, gerade gucken, auch hier ist beschriftet Ground und Out. Ground und Out sollte man eventuell auch bis zum Lautsprecher, der hat ja auch schwarz und rot als Terminal, durchziehen. Das kann da auch Vorteile bringen. Und wenn wir das haben, sind wir im Prinzip fertig. Fehlt nur noch ein bisschen Software. Dann können wir hier aus dieser wunderschönen Box hoffentlich gleich ein paar Töne hören. Die Magie dahinter, die kommt aus der Library ESP8266 Audio von Earl F. Philhauer III., wenn ich das richtig sehe. Das ist eine Library, die kann diverse Dateiformate, unter anderem halt MP3 oder auch AAC wiedergeben. Und für die Audiophilen auch Wave und FLAC, was auch ganz, ganz lustig ist. Und das Ganze dann entweder mit I2S-Decks, das sind diese Soundkarten, von denen ich eben gesprochen habe. Wie gesagt, schauen wir uns in einem späteren Video auf jeden Fall noch an, wenn die hier ankommen. Oder auch mit einem software-emulierten Delta Sigma DAC, also einem Software-Digital auf Analog-Konverter. Das Ganze funktioniert mit ESP8266 und ESP32. Wahrscheinlich müsste es aber möglich sein, alles, was irgendwie I2S hat, damit auch zu betreiben, mit ein paar Anpassungen. Also auch andere Mikrocontroller sollten da gehen, wenn man das hier als Vorlage nimmt. Ein paar Einschränkungen. AAC funktioniert prinzipiell, allerdings darf aufgrund der Lizenzen nur für nicht kommerzielle Sachen genutzt werden. AAC SBR geht nur auf ESP32, der 8266 hat nicht genug RAM und der Rest sollte eigentlich funktionieren. Die Installation, die kann man entweder direkt hier über Git machen oder das übliche ZIP-Datei runterladen und installieren. Muss man ein bisschen aufpassen, man braucht noch diese SPI-RAM eventuell auch noch. Ich werde es hier mit Platform.io wieder benutzen, der kümmert sich um alles, von daher kein Problem. Ein paar Tipps noch, die hier auch drin sind. Man sollte bei der LWIP-Variante 1.4 verwenden für High Bandwidth und die CPU-Frequenz auf 160 MHz stellen. Mit den beiden Einstellungen hat der ESP8266 ein bisschen mehr Leistung und das wirkt sich dann natürlich auch positiv auf die Tonqualität aus. Für Platform.io sieht das Ganze dann in der Platform.io.ini hier so aus. Wir haben hier das Standardgenerierte, was wir automatisch bekommen, wenn wir das Board auswählen. Die CPU-Frequenz fest auf 160 MHz genagelt und dieses Bildfleck hier holt LWIP2 mit der High-Bandwidth-Variante, die wie gesagt ein bisschen mehr Leistung daraus holt. Bei den Library Dependencies habe ich nur den ESP8266 Audio eingetragen. Alles, was Voraussetzung ist, nimmt der automatisch mit. Wenn wir auf der Seite gucken, da gibt es dann auch direkt ein Example hier unten in der README. Das können wir einfach mal 1:1 rüber kopieren. Wenn wir uns den Code angucken, haben wir erstmal ein paar Includes, Arduino für Arduino-Funktionen. Dann die Audio-File-Source SPI-FFS. SPI-FFS hatten wir hier schon mal. Das ist ein Dateisystem für den ESP8266 in dem Fall hier. Dann der Audio Generator MP3, also MP3 Support und Audio Output I2S No DAC, also ohne eine externe Soundkarte, einfach nur in Software emuliert. Als nächstes packen wir uns dann die einzelnen Stellen. Wir machen uns was für MP3, etwas für die Datei, etwas für den Ausgang und gehen dann ins Setup rüber. Da starten wir dann erstmal das Dateisystem, holen uns eine neue Datei und zwar die epic.mp3 bei mir hier in dem Fall. Dann erstellen wir uns den Ausgang und den Decoder für MP3 und sagen, okay, hier, liebe MP3, bitte lies die Datei, die wir angegeben haben und spiele sie nach Out. Ab diesem Moment läuft das Ganze dann und in der Loop gehen wir lediglich hin und sagen hier, mach mal weiter und wenn du fertig bist, dann schreibe MP3 dann. Das war's. Wenn wir jetzt versuchen, das hier in Platform.io zu kompilieren, dann sieht das erstmal hier so aus.
Es dauert einen kurzen Moment, er fängt an zu kompilieren und dann knallt's. In dem Fall hier sagt er könne den ESP8266 HTTP-Client nicht finden, was in dem Sinne nicht wirklich Sinn macht, weil das ist ja eine System-Library von dem ESP und die ist eigentlich immer verfügbar. Das Problem hier ist, wenn wir mal hier hochgehen, hier kommen noch mehr solche Fehler. Wenn wir hier auf die Dependency Graph gucken, er weiß, dass er den Audio braucht, er weiß, dass er für diesen SPI-RAM benötigt und dafür SPI, aber die Standard-Libraries, die löst er anscheinend nicht auf. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder eine Designentscheidung von Platform.io, aber dadurch, dass wir erst in diesen Dateien von der Library auf die Funktionen der CPU zugreifen, merkt er das nicht und er findet dadurch das nicht. Was wir machen können, das ist einfach die hier per Hand in der Hauptdatei einmal laden. Dazu benötigen wir die beiden hier, den HTTP-Client und die SD.h. Wenn wir das hier reinschreiben, dann merkt Platform.io, das wird benötigt und zieht alles Nötige rein. Wir können das auch jetzt nochmal wiederholen, wir haben ja eben gesehen, Fehler, ich habe jetzt nur diese zwei Zeilen dazu gemacht, kompilieren und theoretisch sollte er jetzt, ja, hier sehen wir schon, hier ist der Dependency Graph und der ist jetzt deutlich größer geworden. Er weiß jetzt, dass er einen HTTP-Client braucht, dass er Wi-Fi benötigt, dass er den SD für den ESP8266 benötigt, SDFS dadurch und dann auch hier noch FAT-Dateisystem. Den HTTP-Client hatten wir, glaube ich, schon. Und so hangelt er sich jetzt dadurch, holt die ganzen Libraries und hoppala, ich habe es sogar schon hochgeladen. Das war nicht gedacht. Ja, er hat es aber auf jeden Fall ohne Fehler diesmal kompiliert und entsprechend können wir das jetzt benutzen. Bei der Arduino IDE selber, da dürfte das kein Problem sein. Ich meine, der lädt eh immer alles rein, von daher sollte das da direkt funktionieren. Eine Sache fehlt uns aber noch. Wir verweisen hier auf diese Epic MP3. Wo kommt die denn überhaupt her? Ja, bis jetzt noch nirgendwo. Wir haben sie ja noch nicht eingespielt. Das läuft über SPIFFS. Ich verlinke euch oben in der Ecke mal ein Video. Da habe ich das gezeigt für einen Webserver, wie man das benutzt. Sowohl für Platform.io als auch für Arduino selber. Ich mache es jetzt mal gerade unter Platform.io. Wir legen einfach einen neuen Ordner an, den nennen wir Data. Und da kopieren wir die Datei gerade rein. Das geht am einfachsten hier über einen Datei-Explorer. Einfach die Datei in Data und jetzt ist sie an der richtigen Stelle. Und wenn die Datei dann hier drin ist, dann müssen wir das noch hochladen. Das SPIFFS läuft nicht über den Standard-Hochladen-Button hier unten, sondern wir müssen einmal hier auf Run Task gehen. Und hier gibt es dann Upload File System Image. Genau das suche ich. Einmal auswählen. Und jetzt wird auch das SPIFFS hochgeladen. Zumindest wenn es passt. File System ist voll. Die Datei war wohl zu groß. Sekunde. So, ich habe es gerade noch mal etwas kleiner gemacht, die Datei. Standardmäßig ist hier, ich glaube, 1 Megabyte an freiem Speicher drauf. Wenn man mehr als 1 Megabyte für Dateien hier in diesem Data benötigt, dann kann man da ein bisschen an der Partitionstabelle rumspielen. Ich verlinke euch da oben den passenden Artikel. Da könnt ihr dann gucken, weil hier zum Beispiel das Board hat 4 Megabyte. Unser Programm selber, haben wir das hier noch irgendwo offen? Nehmen wir das hier, das hatte irgendwie 1 Megabyte. Also da ist noch Platz wahrscheinlich irgendwo, den man sich da angeln kann, wenn man größere Dateien haben möchte. Ansonsten, wie gesagt, es ist möglich, hier einen SD-Kartenleser anzuschließen. Können wir gleich auch mal drauf gucken. Damit kann man dann das Platzproblem natürlich auch lösen. So, 100% klingt gut. Jetzt sollte eigentlich alles auf dem Ding drauf sein und theoretisch müssten wir jetzt Ton bekommen. Okay, und ich halte gerade den Reset-Knopf gedrückt, sodass er nicht losläuft. Wenn ich jetzt loslasse, müsste er eigentlich anfangen, die MP3 vom Speicher zu lesen, zu decoden und dann hier analog oder pseudo-analog auszugeben. Der hier soll es verstärken und hier müsste jetzt Musik rauskommen. Soweit die Theorie. Und das klingt richtig. Wir sehen also, das Ding ist durchaus in der Lage, hier eine MP3 abzuspielen und natürlich auch die anderen Formate. Wir haben aber auch ein paar andere Sachen gesehen. Zum einen, oder gehört eher, zum einen im Hintergrund ist ein ziemliches Zischen drin und bei lauten Passagen, ja, da scheppert das ganz schön. Das ist jetzt hier eine Kombination aus mehreren Faktoren. Erste Sache, wir haben hier einen relativ einfachen Aufbau. Wir haben keine Filterung oder so dazwischen. Das heißt, wenn man hier in die Datenleitung zum Beispiel noch ein bisschen mit Kondensatoren und Spulen und so weiter, das ein bisschen glättet, das Signal, dann dürfte das schon mal ein bisschen was davon wegkriegen.
Das zweite, naja, ich glaube, der hier kommt auch an sein Limit, wenn wir den nur mit 5 Volt hier speisen von USB. Normalerweise betreibt man hier solche Audioverstärker eher mit 9 bis 12 Volt, vielleicht sogar noch mehr. Das heißt also, zumindest das in den lauten Parts würde ich da eher auf die fehlende Leistung von denen hier dann zuschreiben bei der Spannung. Aber wir reden hier, wie gesagt, am Ende von einem Softwarebereich. Das heißt also, auch das ist nicht ideal. Deswegen gibt es ja diese Hardware-Soundkarten, die dann natürlich eine deutlich höhere Qualität haben. Aber ne, für mal ein paar Soundeffekte zu machen oder so, wenn es nicht ganz so auf die Qualität ankommt oder die Qualität nicht so problematisch ist, weil beispielsweise das Umfeld ohnehin schon relativ laut ist oder mit relativ vielen Störgeräuschen verseucht ist, naja, dann muss man hier halt hier auch nicht auf so wirkliche Rauschfreiheit achten. So oder so, das Ganze funktioniert erstmal, aber wir haben ja gesehen, wir haben ein ziemliches Limit durch den Speicher, der hier drauf ist. Dadurch, dass der für Programm und Daten benutzt wird, ist das relativ überschaubar groß. Also suchen wir uns mal eine SD-Karte, einen passenden Laser. Und gucken, wie das dann funktioniert. Also, SD-Karte auf einen ESP passt jetzt erstmal nicht so gut und dranlöten ist schlecht. Also benötigen wir irgendeinen Adapter und der kann zum Beispiel hier so aussehen. Die sind relativ günstig, was daran liegen kann, dass man eigentlich keine aktive Technik braucht. Denn so eine SD-Karte hat einen SPI-Anschluss und den hat der ESP auch. Das heißt, wir müssen im Prinzip nur Kabel von A nach B laufen lassen. Die SD-Karten arbeiten dabei üblicherweise mit 3,3 Volt und deswegen haben wir hier noch ein bisschen was drauf. Wir haben einen 3,3 Volt Regler. Das ist für die klassischen Arduinos, die mit 5 Volt arbeiten. Da können wir das hier anklemmen auf 5 Volt und entsprechend dann hier auf dem Board die 3,3 erzeugen lassen, für den Fall, dass wir das sonst nicht haben. Das Ganze hier kann, wie gesagt, den SPI-Modus nutzen. Man kann nicht diese ganzen High-Speed-Modi üblicherweise nutzen. Da muss man ein bisschen rumfummeln. Dann kann man da auch höhere Geschwindigkeiten erreichen. Aber die sind für uns üblicherweise nicht relevant. Das, was hier durchkommt, reicht für ein bisschen Musik abspielen. Dicke. Fehlt noch eine Karte. Ich habe geguckt, hier haben wir irgendwie so eine Gigabyte. Die passt da aber nur mäßig rein. Zum Glück gibt es ja da die schönen Adapter. Das heißt, auch das Problem haben wir dann schnell gelöst. Das heißt, so, so. Ein paar Kabel und dann sollten wir eigentlich lauffähig sein. Ich spiele jetzt erstmal die Musikdatei hier auf die Karte drauf, wenn ich sie nochmal rausbekomme. Und dann können wir im Prinzip damit loslegen. Also kümmern wir uns mal um den Anschluss und wir fangen erstmal mit der Stromversorgung an. Das ist oben Ground und 3,3 Volt. Wo die dran kommen, könnt ihr euch wahrscheinlich denken. An Ground und 3,3 Volt. Der nächste Pin wäre 5 Volt, den brauchen wir nicht. Es folgt Chip Select, den machen wir auf D8. Nächste ist MOSI, also Master Out Slave In auf D7. Die Clock SCK auf D5 und es bleibt übrig hier MISO, Master In Slave Out, der kommt auf D6. Das heißt also, die letzten beiden, die sind einmal vertauscht. Der unterste Pin wäre wieder Ground, haben wir ja schon, also alles dran. Wenn wir in den Examples gucken, da gibt es leider für SD-Karte nicht wirklich groß irgendwelche Beispiele. Das heißt, wir müssen uns das zusammenbasteln. Hier oben gibt es eins von SD-Karte, das ist aber FLAC. Aber gut, wir wissen grob, wonach wir suchen müssen. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist die Audio-File-Source SD statt SPIFFS. Das heißt, wir gehen hier oben hin und tauschen das einmal von SPIFFS auf SD. Müssen natürlich auch hier unten drunter die ganzen Sachen anpassen. Die kreidet er mir jetzt hier schon als rot an. Da gucken wir dann einfach mal weiter. SPI Speed, Maximum 40 MHz. Müssen wir mal gucken, ob die Karte das mitmacht. Ansonsten muss ich da eventuell ein bisschen einbremsen. Das ist aber jetzt hier bei MP3 kein so großes Problem. Bei FLAC hat man natürlich viel größere Dateien. SPDIF brauchen wir nicht, nutzen wir nicht. Wir nutzen aber die Audio File Source SD. Dann haben wir die Source, das ist diese hier. Den Decoder weg. Stattdessen machen wir erstmal SD Begin mit SS. Was ist SS für ein Pin? 17. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Wir können aber zur Sicherheit nochmal reinschreiben. Das ist der Chip Select Pin. Der ist bei mir auf Dora 8. So. Sicher, sicher. Und dann öffnen wir das Root-Verzeichnis. Und hier unten haben wir jede Menge Zeugs. Das ist halt dafür ausgelegt, dass er mehrere SD-Dateien hintereinander abspielt. Ich versuche das jetzt einfach mal hier mir da zusammen zu kopieren.
File. Ist dir Open Next File? Yo. Answith nicht FLAC. Wir wollen MP3. Playing from SD Card. Decoder und Output. Das müssen wir ändern. Das ist MP3. Und Out. Und das sollte schon genügen. Theoretisch können wir das jetzt kompilieren und dann abspielen. Das sieht doch schon mal erstmal ganz gut aus. Dann schauen wir mal, was er daraus macht. Ich lade das Ganze jetzt mal hoch. Wir hören wieder, dass er überträgt. Die Daten kommen halt über RX rein, per seriell. Was ja derselbe Pin ist, wie der, den wir für unsere Audioausgabe nutzen. Das ist natürlich ein bisschen nervig, könnte man mit einem Transistor eventuell auch noch in den Griff bekommen. Und sieht nach Nein aus, wobei, wir haben 115, ah doch, jetzt spielt er. Ich wollte gerade sagen, wir sehen seriell nichts, weil wir 115-200 haben, der Monitor ist auf 9,6, aber wir hören, er spielt ab. Und das müsste theoretisch jetzt von der SD-Karte kommen, ist natürlich jetzt schlecht, weil es derselbe Ton ist, aber wir können hier einfach mal den Stecker ziehen und es hört auf zu spielen, also es kommt wirklich von der SD-Karte und nicht einfach vom internen Flash. Und so können wir dann natürlich eine Menge Speicherplatz da benutzen, denn so eine SD-Karte kann auch ein bisschen größer sein als das eine Megabyte oder wenn wir ein bisschen rumtricksen, vielleicht auch bis zu 4, die wir da onboard haben. Fehlt noch ein Punkt und zwar, wir haben jetzt hier die ganze Zeit mit diesem Modul hier gearbeitet, obwohl ich am Anfang gesagt habe, ja, Modul ist im Moment schlecht, weil kriegt man so schwer. Geht's denn auch ohne den? Ja, tut es. Und zwar mit dem kleinen hier. Ja, ihr braucht einfach nur irgendeinen normalen Transistor, damit kann man schon einen Verstärker sich selber bauen. Der ist qualitativ nicht so dolle, aber er sollte reichen, um Musik aus so einem Teil rauszukriegen und das auch in einer Lautstärke, die zumindest ein bisschen zu vernehmen ist. Das heißt also, wir können den hier mal gleich abklemmen, den dran und dann das Ganze ohne Zusatzmodule, nur mit ESP und einem Transistor machen. Was wir dann brauchen, das ist entsprechend ein seltsamer Transistor, irgendeiner, der funktioniert, möglichst ein NPN bipolar, denn wir wollen das Ding ja im linearen Bereich treiben. Das hier ist ein BC547C, ist sicher nicht der beste dafür, das ist eigentlich einer für eher Stromsachen, aber nee, passt schon. Der Emitter kommt gegen Ground, die Basis kommt über einen Widerstand, dann an unseren Pin, wo unser Ausgang kommt. Das heißt bei uns hier der RX-Pin, wie eben auch. Widerstand müsst ihr mal ausrechnen, was für euren Transistor passt, aber so x Kilo Ohm ist meistens gut, einstelliger Bereich. Und last but not least haben wir hier die Box. Ich habe jetzt einfach hier Widerstände drum gewickelt, nur dass ich ein dünnes Drähtchen habe, sonst kriege ich die nicht in die Pins hier vom Breadboard, in die Löschelchen. Der rote, also der positive, kommt auf 5 Volt, der andere kommt auf den Kollektor vom Transistor. Und theoretisch sind wir damit fertig. Wie wir sehen, wir haben keine Lautstärkeregelung, wir haben keine Filterung. Das heißt also, die Qualität dürfte noch schlimmer sein als mit dem hier. Aber es sollte funktionieren und das testen wir dann jetzt mal, ob er das auch macht. Kann einen Moment dauern, bis er startet und Stille. Doch, da. Auch hier funktioniert also offensichtlich der Ton. Ist nicht sonderlich laut, gerade mit hier so einem Lautsprecher, aber meh, funktioniert. Und vor allen Dingen, der Transistor dürfte sehr schnell sehr warm werden, denn, wie gesagt, der läuft linear und gerade hier mit so einem Lautsprecher, der hat ja 4 Ohm gehabt, glaube ich. Genau, das ist natürlich ein bisschen außerhalb dem seiner Komfortzone. Da müsste man eigentlich noch in diesen Pfad hier einen Widerstand reinmachen, der das Ganze ein bisschen drückt. Dann wird es aber natürlich auch wieder leiser. Und ja, es ist nicht ideal, aber es funktioniert. Also ihr seht, so ein ESP8266 ist durchaus in der Lage, auch ohne jegliche externe Bauelemente da etwas abzuspielen und entsprechend dann sogar so Dinger hier zu ersetzen.
Das heißt also, man kann sich direkt die Kosten hierfür sparen. Der hier sowieso, weil, naja, 4 MB Speicher, ne? Der hier hat fast 4 und eine SD-Karte hinten dran macht das Ganze dann einfacher. Und den hier, ja, über den reden wir nicht. Wie gesagt, das finde ich Blödsinn. Die Audioqualität ist im Moment noch ein bisschen meh. Hauptsächlich, weil einfach hier drin die Leistung fehlt, um das Ganze sauber zu machen. Aber mit einer externen Soundkarte sollte das besser werden. Wie gesagt, ich habe schon ein paar unterwegs und sobald hier die Logistikdienstleister mal wieder in Gang kommen, werde ich auch zeigen, wie das dann funktioniert mit I2S Sound. Aber fürs Erste würde ich sagen, das kommt weg, das kommt weg und im Zweifelsfall kann auch das weg. Aber der Ton kommt raus und damit tut das Ganze, was es soll.